Hallo, herzlich willkommen zurück bei einer wunderschönen neuen Folge Metro Exodus. So, und nachdem wir ein bisschen was geklärt haben und hier ja auch erstmal alles nachgeschaut haben, machen wir uns nochmal ein paar neue Mumpeln für den hier. Ja, doch, sieht eigentlich noch ganz okay aus. Ich will nicht so viel sagen, dass es gut ist, aber es sieht ganz okay aus. Seitdem wir jetzt nicht ständig irgendwie alles volles Ballett mit Pistole und Shotgun und sowas machen, geht das halbwegs. Ah, hier ist doch garantiert wieder einer drin. Nicht? Das wäre neu. Was ist denn der Schrank hier oder was? Nee. Okay, dann vielleicht doch nicht hier. Gut, dann mal weiter. Also da auf jeden Fall, klar. Hier können wir überall nicht drauf. Ist klar. Leider. So, schon hört's auf zu piepen. Ihr hört das auch, oder? Dass da noch einer ist. Ich hab doch abgedrückt. Blödes Stück. Alles klar. Wer macht da solchen Lärm? Bist du das, Saul? Der Scheißer will es nicht anders. Und das, obwohl wir es ihm gesagt haben. Hey, Saul, komm raus, verdammt nochmal! Bist du gekommen, um unsere Sachen zu klauen? Für wen zum Teufel hältst du uns? Haben wir dir, Wichser, nicht gesagt, dass das hier alles uns gehört und du tot bist, wenn wir dich nochmal erwischen? Tja, du willst das wohl so. Komm raus, du Scheißer! Wir machen dich kalt! Deswegen wollte ich halt nicht. So laut machen.
hier noch was. Haben die das nämlich gehört und wundern sich da jetzt ein bisschen, wer da war. Oh, deswegen wahrscheinlich. Deswegen piept es hier noch. So, ja, das sieht gut aus. Jetzt habt ihr es auch noch geschafft, den Dicken oben noch wütend zu machen. Ja, ganz toll, Leute. Ah, ja, die haben unsere Leute umgelegt, dieser Scheißkerl. Ist wohl doch nicht Saul. Doch, 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 ist Saul, definitiv. Er will sich halt nur nicht von euch umbringen lassen, Deppen. Das ist wahrscheinlich genau das gewesen, was die Entwickler hier aber auch geplant haben. Dass du dir dann so zu helfen weißt, oder nur noch so zu helfen weißt. Generell. Vielleicht sogar schon, wenn du anfängst, das erste Mal platt zu machen. Oder einzunehmen. Und dann kommt die noch zusätzlich. Noch jemand? Oder geht's? Es wäre nicht nötig gewesen, dass er mir noch mehr Materialien gibt. Ich meine, hey. Ich bin jetzt nicht böse drüber. Um Gottes Willen. Gut. Ja, sehr schön, oder? Es ist ja traumhaft. So, dann machen wir davon noch einen. Ja, das ist ja. Ist ja wunderbar. Ich sag doch, also der wirklich diese Thematik hier mit dem Luftdruckgewehr, ich kann jetzt auch absolut nachvollziehen, warum das eine Waffe ist, die man nicht austauschen kann quasi, oder? Ich glaube, die konnte man nicht austauschen. Okay, das wird da drüben irgendwo sein, bestimmt. Weil die ist halt wirklich gut. Klar, die hat auch ihre Nachteile. Aber das wäre ja auch Quatsch, wenn es nicht so wäre.
Ich wollte mich jetzt schon gerade auch wieder wundern, oder ich wollte es gerade sagen, so, warum haben denn, warum liegen denn hier einfach mal so Kampfhubschrauber rum? Ne? Warum sind denn die abgestürzt? Aber klar, wenn die zu dem Zeitpunkt geflogen sind, wo gerade die Bomben runtergegangen sind auf die Welt, oder die Atomraketen, ne? Dann hast du durch den EMP, der dadurch ausgelöst wird, natürlich, verlierst du deine komplette Elektronik. Naja, und dann war's das halt, ne, für dich. Wie soll dann noch Verbrennungsmotor funktionieren ohne Elektronik? Selbst eine Turbine nicht. Ist ja auch bloß ein Verbrennungsmotor quasi. Ich scanne gerade vorher ein bisschen ab. Hier drinnen muss einer sein. Mindestens. Da drüben ist so zum Duschen. Ich finde es aber auch ganz gut und ganz wichtig, dass eben dieser große Mutant da oben, dass der nicht auf uns runtergeprallt ist. Finde ich sehr gut. Ist doch einer, oder? Nicht? Okay, gut. Ich hätte fest damit gerechnet, dass hier einer auf uns wartet. Hihi, hi. Ah, ich finde die Spinnen immer wieder cool. Weiß, für einige wird das wahrscheinlich wieder der absolute Horror sein. Aber ich finde die Dinger cool. Weil ich ja weiß, dass da nichts passiert jetzt bei denen, ne? Dann sonst wäre ich wahrscheinlich auch ein bisschen vorsichtiger, aber. Schade. Gerade hier oben hätte ich so einen kleinen Brief, so ein kleines. Ey, mal sehen, wann der und der Idiot wieder irgend so einen Blödsinn macht und so. Gerade das hätte ich mir hier oben auf so einem, ne, so einem Wachposten. Weil das ist ja einer von denen. Ist ja kein ehemaliger Soldat. Na ja, gut, es könnte ein ehemaliger Soldat sein, aber ist ja kein Soldat, der hier oben überrascht worden ist und sowas, ne? Hätte ich mich gefreut. Macht sowas einfach ein Stückchen immersiver. Aber naja, gut. Ne? Grüß dich, Haken. Sei gegrüßt. So. Jetzt machen wir diesen. Naja, der müsste wirklich erledigt sein. Gucken wir nochmal von der Seite rein. Okay, müsste passen. Ich dachte, da hängt vielleicht eine kleine Postkarte drin oder sowas.
Mich würde schon ein bisschen interessieren, ob die Dinger dann leer bleiben oder ob die sich dann wieder auffüllen mit Gegnerinos oder sowas. Uaken ist überhaupt kein Problem. Alles gut. Wenn ihr Zeit habt, habt ihr Zeit. Ansonsten, wenn ihr Lust habt, habt ihr die Möglichkeit, das auf YouTube nochmal zu sehen. Das ist alles kein Problem. Kein Stress. Ich find's doch super, wenn ihr überhaupt vorbeikommt. Hört sich so an, als wenn irgendein Tier gerade. Du, ich tu dir nix. Wenn du mir nix tust, tu ich dir auch nix. Das müsstet ihr mittlerweile wissen. Das Blöde ist bloß dran, ihr tut mir ja immer was. Aber wenn ihr mich in Ruhe lasst, sei es kein Stress. Alles easy. Dann mache ich euch nicht kaputt. Lasse euch in Ruhe. Und ich muss aber da hoch nochmal. Alter. Geh weg. Du lässt mich in Ruhe. Ich hab dir nichts getan. Und du tust mir auch nichts, okay? Gut. Ich will ja nur, dass wir uns verstanden haben. So. Aber da muss ich nochmal hochgucken. Das, verwundert mich jetzt ein wenig. Da guck mal. Na, nee, das gucken wir morgen. Also am Ingame-morgigen Tag. Ja, du, das kann ich ja auch nicht sagen. Also dunkel geworden. Gut, du kommst hier drüber. Sehr schön. Ich will halt. Ja, komm, vielleicht ist das einfach weit genug und dann ist das kein Stress. Wenn ich hier die Lampe mal anmache. Oder warte, wir machen nicht die, wir machen die hier an. Die bewegt sich dann zwar, aber naja. Vielleicht sind sie dann trotzdem der Meinung, oh, ja. Das sind bestimmt bloß die Mutanten. Das nehmen wir noch mit. Sehr schön. Okay. Was sagt die Zeit? Gerade erst die Nacht angefangen. Also ich will jetzt definitiv nicht darüber zum Baron. Das will ich jetzt definitiv nicht. Ich kann nochmal hier drüben so ein bisschen rumgucken. Ne?
Aber ich denke nicht, dass es da groß was geben wird, was interessant ist. Das heißt, wir müssen dann eigentlich doch nochmal hier rein, weil ich will dann doch nochmal reingucken. Aber dann legen wir uns vielleicht oben einfach mal eine Runde hin, bis es morgens ist. So. Können wir hier eigentlich irgendwas machen, um vielleicht auch das Feuer auszuschießen oder so? Ich probiere einfach mal was, ne? Ach. Na, mal sehen. Das wird denen doch bestimmt nicht so sonderlich toll gefallen. Weiß nicht, ob das was bringt. Weil immerhin ist es doch denen ihre Religion. Dieses ewiges... Naja, nee, nicht ewiges Feuer oder so, aber weißt du doch. Das ist doch so ein bisschen denen ihr Ding. Na, ja, das wird nicht gehen, oder? Oh, doch. Ich sehe nicht ganz, wo es hinfliegt, muss ich sagen. Ich gehe mal noch ein bisschen näher, aber ich will nicht zu nah ran. Also das wird nicht gehen, wegen Bullet Drop. Oh, doch. Ah, wahrscheinlich, weil ich jetzt genug Druck drauf habe und da ist Bullet Drop dann bei der doch nicht relevant. Aber mit fallendem Druck, umso schlimmer ist dann Bullet Drop. Wahrscheinlich. Könnte ich mir jetzt denken. Du lässt mich in Ruhe, okay? Einfach in Ruhe lassen. Okay, gut. Ich finde das ja in Ordnung. Vielleicht hat ja wenigstens er verstanden, dass wir durchaus koexistieren können. Ne? Eigenartig, wie das so klingt. Oh, naja, gut. So aus der Nähe. Ist das da? Aber da ist das. Alles klar.
Na, das ist ja putzig. Na schön. Hopp. Augenscheinlich kommen wir aber auch nicht hin. Das brauchen wir jetzt aber auch nicht. So, das ist gut. Und dann machen wir hier bis zum Morgengrauen. Bis zum Morgen. Ich finde die Timelapses cool. Hm? Ja, schon um 8. Okay. So, dann schauen wir noch mal kurz hier rein. Das passt. Das ja. Ich sag erstmal, passt das auch. Ja, komm, das passt. Alles gut. Das passt auch erstmal. So, dann gehen wir hier noch mal kurz in die Reinigung und hier auf jeden Fall in die Reinigung und auch ein bisschen. Dann haben wir da auch wieder alles supi. Sehr gut. So, dann schauen wir noch mal. So, wir haben jetzt hier alles abgegrast. So, da müssen wir irgendwann durch. Aber erst, wenn wir wahrscheinlich diesen Baron da besiegt haben. Die haben wir durch. Das haben wir sowieso durch. Da hinten waren wir auch. So, wir waren hier überall. Wir waren da unten. Hi. So, wir waren hier unten. Da waren wir. Da drüben waren wir jetzt auch und haben das ausgemacht. So, da wollen wir noch nicht hin. Sieht erstmal nicht so interessant und spannend. Wir gehen vielleicht mal noch dahin. Ja, gut. Dann mal gucken. Als nächstes würde ich ja sagen... Oh, der ganze Nebel hier. Wie gesagt, dass wir da drüben nochmal hingehen und da in das eine Gebiet reingucken. Und dann, aber auch nur dann, gehen wir vielleicht endlich mal zu diesem X. Gut. Also dann, ich wünsche euch was. Vielen Dank fürs Zusehen. Cheerio.